Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder CSL Computer und zwar mit dem PC CSL Speed 4708 Core i7 DLSS3 für 2099 Euro, runtergesetzt von 2399 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kommen wir zuerst mal zu dem Bild. Ja, sonderlich fake ist es nicht. Man sieht die 240er Wasserkühlung, man sieht hier die beleuchteten Lüfter, die so beim Gehäuse auch mit dabei sind. Das Gehäuse, das stimmt auch soweit. Die nennen es anders, aber das ist wurscht. Das Design ist das gleiche. Und sonderlich fake ist da jetzt nichts. Das wird schon circa so aussehen. Betriebssystem haben wir keins mit dabei, somit auch keine Software. Prozessor ist ein Intel Core i7 13700KF. Der hat 16 Kerne, 8 Performance, 8 Efficiency Kerne, beziehungsweise 24 Threads, also 16 Performance Threads, weil die Performance Kerne, die haben halt Hyper-Threading, und 8 Efficiency Kerne. Ich weiß, ich wiederhole es sehr oft, es gibt aber viele Leute, die sehen das Video das erste Mal. Es ist einfach so, die Efficiency Kerne, diese 8 Stück, die benutzt ihr bei Office oder YouTube-Arbeiten, wie auch immer. Also wenn ihr ein bisschen Office macht oder im Internet surft, YouTube-Videos guckt und so weiter, dann sind hauptsächlich die Efficiency Kerne im Einsatz und die Performance Kerne schalten sich dazu, ebenfalls mit Hyper-Threading, wenn ihr dann mal wirklich Last auf das System gibt. Ihr wollt was rendern, ihr wollt zocken oder sonst irgendwas, dann werden die dazugeschaltet. Hilft unter anderem ein bisschen beim Stromsparen, eben auch die Abwärme zu reduzieren. Ist eigentlich ein ganz geiles System. Der hat eine TDP von 125 Watt, kann sich in der Spitze allerdings 253 Watt reinschrauben. Das geht für so ein paar Sekunden, also eine knappe Minute, dann geht er wieder zurück auf sein normales Base Power. Aber da braucht man auf jeden Fall eine gute Kühlung. Da das ein K-Prozessor ist, man den potenziell auch übertakten kann, kann er sich auch über 300 Watt genehmigen, wenn er Bock dazu hat. Deswegen sollte man bei diesem Prozessor 13700KF und zum Beispiel auch der 13900K darauf achten, eine gute Kühlung zu nehmen. Ansonsten unterstützt der DDR5-5600MTS oder DDR4-3200MTS. Wie immer könnt ihr das auch schneller betreiben. Unter DDR4, sage ich mal, so 4000 geht da locker und bei DDR5 könnt ihr auch ganz locker 7000er nehmen. Das funktioniert schon. Um das grundsätzlich nochmal zusammenzufassen, das ist ein Top-Prozessor. Danach kommt noch der 13900er und natürlich auch der KS, aber es ist einfach so, 13700er reicht dicke. Zum Zocken, Streamen und so weiter. Ein 13600er hätte auch gereicht. Aber mit dem 13700er ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Das F in dem Namen steht übrigens dafür, dass er keine integrierte Grafikeinheit hat. Das heißt, wir können auch die Onboard-Grafik auf dem Mainboard nicht benutzen. Ihr benutzt sowieso die Grafikkarte, die hier drin ist. Und er kostet 418,99 € bei Mindfactory. Der Prozessor-Kühler ist eine Boostbox Liquid ARGB 240mm Wasserkühlung. Das haben die einfach umgelabelt. Es ist, glaube ich, eine Deepcool LS720. Ich hatte die mal im Test, deswegen weiß ich das ungefähr. Merkt euch einfach mal dieses Design und schaut euch jetzt einfach mal die hier an. Man sieht schon am Pumpenkopf, das ist die gleiche Kühlung. Ich springe nochmal zurück. Moment, hier. Da sieht man hier den Pumpenkopf, diesen silbernen, mit diesem Logo da in der Mitte. Das ist einfach nur diese Wasserkühlung. Da haben sie ein anderes Logo drauf gemacht, dann waren die fertig damit. Wie gesagt, das ist die 520er, so nennt Deepcool das, also eine 240er Wasserkühlung. Ich habe die 360er davon getestet, die war völlig okay, sah auch schick aus. Das hier ist einfach die kleinere. Ich finde, eine 240er Wasserkühlung auf einem 13700KF ist, wenn er normal zum Zocken und Streamen benutzt wird, okay. Wollt ihr irgendwie Videos rendern und das Ding ist wirklich mal eine halbe Stunde oder so unter Volllast, wenn ihr ein 4K-Video rendert oder ihr wollt wirklich mal Cinebench-Tests machen und so weiter, da ist die ein bisschen zu klein, sag ich jetzt mal. Ihr werdet damit jetzt nicht die übelsten Probleme kriegen, die wird aber auf jeden Fall laut werden, das kann ich euch dann versichern. Ansonsten ist es eigentlich eine gute Wahl. Für den normalen Gamer reicht das. Wer wirklich mehr mit der Maschine machen will, sollte vielleicht auf eine 360er gehen. Und die kostet 116,99 € bei Octo24. Bei der Grafikkarte wissen wir sogar, was wir bekommen. Wir bekommen eine Gainward GeForce RTX 4070 Ti. Hatte ich selber auch schon im Test, jetzt nicht genau die, aber eine andere 4070 Ti zweimal schon, weil wir haben sie einmal im Haushalt und einmal war sie in diesem Dubaro-Rechner drin, den ich hier zum Testen hatte. Das ist eine super Grafikkarte für WQAD und 4K. In 4K, wenn ihr mehr Leistung wollt und mehr FPS und auch immer die Texturen auf volle Möhre ballern wollt, nehmt eine 4080 oder 4090. Ansonsten könnt ihr mit der hier, sag ich mal, auf mittleren Einstellungen in 4K locker flüssig spielen. Für WQAD auch überhaupt kein Problem. Mit dem Prozessor zusammen entsteht auch kein Bottleneck, in HD vielleicht schon. Aber wenn ihr wirklich WQAD spielt,
nehmt die ruhig so mit. Die ist preislich gerade wirklich interessant. Und eine 4080 und 4090 lohnt sich dann nicht, wenn man nicht wirklich das letzte Quäntchen Speed noch rausholen will. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 899 Euro bei Alternate. Das Mainboard ist ein Asus Prime Z690P Wi-Fi. Hier haben wir noch den Z690-Chipsatz. Ich verlinke euch ja immer diese Geizhalslisten mit unten in der Videobeschreibung. Solltet ihr auf die Idee kommen, das System selber bauen zu wollen, dann müsst ihr daran denken, dass ihr bei dem Mainboard erst ein BIOS-Update machen müsst, weil ihr sonst den 13700KF dort nicht zum Laufen bringen könnt. Das geht erst dann, sage ich mal, ab Z97, wenn man das jetzt mal genau gegenüberstellt. Das hier ist jetzt Z690. Z97 wäre jetzt der logische Schritt, wenn man auch noch übertakten will und so weiter. Und da braucht man bei dem Z96er auf jeden Fall ein BIOS-Update, bei Z97 nicht mehr. Das wird der Händler hier natürlich auch machen, sonst wird das System ja nicht laufen, wenn es bei euch zu Hause ankommt. Einige Mainboards haben auch so eine BIOS-Flashback-Funktion, da braucht ihr überhaupt keinen älteren Prozessor, um das irgendwie zu flashen. Steckt einfach nur USB-Stick rein, drückt einen Knopf und dann macht das BIOS das von alleine, auch ohne Prozessor. Ansonsten haben wir gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier können noch 2 weitere SSDs verbaut werden und hier habt ihr den Grafikkartenanschluss. Hier könnt ihr nichts mehr erweitern, weil die Grafikkarte das überdeckt. Es sei denn, ihr baut die Grafikkarte aus, würde ich euch nicht empfehlen. Von daher. Und hier unten haben wir noch 3 weitere Slots, die könnt ihr für eine Capture-Card oder so benutzen, was ihr halt gerne noch so erweitern wollt. Es gibt ja auch USB-Erweiterungskarten und so weiter. Von den Anschlüssen her haben wir WLAN und Bluetooth mit am Start, 7.1 mit Toslink, 2x USB 3.0, einmal USB 3.1, einmal USB Typ C, ein Netzwerkanschluss, die Onboard-Grafik könnt ihr sowieso nicht benutzen mit diesem Prozessor, 2x USB 2.0 und PS2-Anschluss. Ihr seht schon an den Anschlüssen, USB-technisch ist da wirklich wenig los und glaubt mir, ihr braucht es. Ich komme mit meinen 8 USB-Anschlüssen gerade so hin. Also ich habe Tastatur dran, ich habe Maus dran, ich habe keinen Splitter dazwischen, deswegen. Das Mauspad selber leuchtet auch noch. Dann habt ihr vielleicht noch eine Webcam und so. Und dann sind diese USB-Anschlüsse schnell weg. Vielleicht noch ein Drucker, wer weiß das schon. Das Mikro hier, das läuft auch über USB. Deswegen, seid gewarnt. Das sind schon wenig USB-Anschlüsse. Und das bringt mich jetzt auch so ein bisschen zu dieser Bewertung von diesem Board. Das ist nicht sonderlich schlecht. Es ist Full ATX, ich bin soweit happy. Es gibt bessere, gerade für ein 13700KF, da kann man schon ein besseres Board nehmen, aber es funktioniert in diesem System, kann man machen. Und das kostet 240,90 Euro bei Snowguard. Und nur mal so zum Vergleich, für 8 Euro mehr, ich weiß, das gibt es jetzt bei CSL nicht, aber für 8 Euro mehr bekommt ihr zum Beispiel das hier. Das ist das Board, was ich jetzt drin habe. Soll jetzt auch keine Werbung sein, ich fand es einfach schick, hab's gekauft. Ist Z790, schon neuerer Chipsatz und guckt euch da mal die USB-Anschlüsse an. Ja, da habt ihr jetzt schon 9 Stück insgesamt und dann dementsprechend hier auch Netzwerk. Gut, dafür kein 7.1, aber wer benutzt das heutzutage noch? Ich wollte es nur gesagt haben. WLAN und Bluetooth fehlen auch, ja, klar. Aber ich sag nur, das hat mehr USB-Anschlüsse und ich bin schon am struggeln. Und ich finde das designtechnisch auf jeden Fall hübscher als zum Beispiel jetzt das andere, das eben so aussieht. Ne? Nur mal so als Vergleich. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR5 RAM Dual Channel 2x16 GB 5600 MHz Kingston Fury Beast. Und hier müssen wir richtig in die Specs reingucken. Das ist nicht nur 5600 MTS, sondern eben auch CL40. Und da müsst ihr auch drauf achten, wenn ihr mal selber so eine Geizhalsliste macht, dass ihr wirklich den passenden RAM nehmt, weil diesen RAM gibt es auch als CL32, der deutlich schneller ist. 5600 MTS, ja, kann man machen, entspricht halt der Spezifikation. Okay. 32 GB, völlig in Ordnung in diesem Preissegment. CL40 ist halt schon langsam. Es gibt auch CL30, sogar schon CL28 RAM, auch in diesem Bereich mit 5600 MTS. Deswegen finde ich ein bisschen schade, dass sie den genommen haben. CL32 wäre besser gewesen. 6000 MTS, 6400 MTS wäre auch geil gewesen, je nachdem, also so in dieser Richtung. Wenn wir zum Beispiel auf unserem Discord-Server irgendwelche Systeme zusammenstellen, wandert da meistens mindestens 6000er rein. Auch von Kingston, auch der Fury Beast, meistens mit RGB, weil die Leute das so wollen. Aber der ist nicht schlecht. Kann man machen, geht aber besser. Und der kostet 128,89 Euro bei Mindfactory. Die Festplatte ist eine 1000 GB M.2 PCI Express 4.0 SSD Kingston NV2. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde. Das ist von der Geschwindigkeit schon einigermaßen okay. 1 Terabyte ist, finde ich, ein bisschen wenig bei 2000 Euro. Ne, müsst ihr mich verstehen, weil ist schnell voll, ist halt einfach so. Ich habe so viele Festplatten in meinem System und ich merke selber, wie schnell 1 Terabyte da voll läuft. Da macht irgendein Spiel ein Update, dann sind es da wieder 80 GB. Das Far Cry HD Texturenpaket hat auch nochmal 100 GB und solche Geschichten. Also wirklich
ist schnell weg. Solltet ihr vielleicht überlegen, ob ihr euch das irgendwie ummodelt, sofern ihr diesen PC denn überhaupt kaufen wollt. Ansonsten steht hier noch ein Hinweis, laut verschiedenen Rückmeldungen ist diese SSD sowohl mit QLC als auch mit TLC-Speicher im Umlauf. Es ist einfach so, QLC-Speicher ist jetzt nicht so geil wie TLC-Speicher. Ist für den normalen Gamer aber egal. Ja, ich weiß, es gibt für diesen Preispunkt bessere SSD, die wirklich TLC-Speicher haben. Aber es ist wirklich wurscht. Wenn da jetzt wieder die ganzen Experten in die Kommentare kommen, wie kannst du sagen, dass die NV2 in Ordnung ist? Ja, es reicht für einen Gamer. Ist halt einfach so. Ich würde sie mir nicht kaufen. Ja, aber für einen Zocker reicht es. Aber wie gesagt, 1 TB finde ich ein bisschen wenig. Ne? Das war jetzt so das Fazit. Der Rest ist in Ordnung. Und die kostet 48,80 € bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Boostbox Helios 500G Schwarz-RGB-Beleuchtung mit Steuerung. Es ist an und für sich einfach nur ein Epcon Core Helios H500G Sync Glasfenster. Gibt es derzeit keine Angebote, gab es auch nie auf Geizhals. Wahrscheinlich wurde das im Auftrag von CSL mal irgendwann hergestellt und ist dann irgendwie mal kurz in den freien Markt gerutscht. Ich weiß es nicht. Es bringt auf jeden Fall 2x200mm RGB-Lüfter in der Front mit und 120er im Heck. Jetzt habt ihr noch die Wasserkühlung mit da drin. Das heißt, der Airflow ist auf jeden Fall gegeben. Das Gehäuse ist ein bisschen klein, wenn man sich die Maße so anguckt. Wenn man sich mal so ein bisschen an der Grafikkartenlänge orientiert, 355mm. Da passt die hier drin ist, noch rein, die 4070 Ti. Solltet ihr aber, sag ich mal, so eine richtig fette 4090 da irgendwie reinpacken wollen, passt das nicht mehr so gut. Bräuchte man auf jeden Fall ein größeres Case. Für das System reicht es. Weiß nicht, wie das Teil qualitativ ist. Ich hatte es noch nie in der Hand. Wie gesagt, ist kaum im freien Markt verfügbar. Das meiste über CSL. Aber rein vom Technischen her, wir haben hier diese Seitenschlitze mit ein bisschen Mesh und ja, die großen Lüfter da drin, das passt schon. Und da wir hier keine Angebote haben, rechne ich gleich einfach mal bummelig 100 € auf den Warenkorb drauf. So ein Durchschnittswert, was die meisten Gehäuse so kosten. Das ist sogar schon ein bisschen besser, aber wir machen als Sicherheit 100 €. Das Netzteil ist ein 700 Watt Boostbox Power Boost, 90% effizient, 80 plus Gold zertifiziert. Das bietet CSL tatsächlich auch bei Geizhals an. Das hat ein Jahr Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und hat festes Kabelmanagement. Ja, das mit dem Kabelmanagement kann euch eigentlich irgendwo egal sein. Ihr kriegt das Ding ja fertig gebaut nach Hause. Aber die Kabel, die nicht benötigt werden, stopfen die dann hinten ins Gehäuse. Ob das so geil ist, weiß ich nicht. Lass ich mal so im Raum stehen. 80 plus Gold-Zertifizierung, okay. Ein Jahr Herstellergarantie ist ganz schön mau. Würde ich mir so auch nicht kaufen, weil zum Beispiel Be Quiet auch in dem Preisbereich schon teilweise 3 oder 5 Jahre gibt, auch Seasonic und so. Dieses eine Jahr wird natürlich übertrumpft von den 2 Jahren Fertig-PC-Garantie. Das ist klar. Aber nee, ein Jahr auf dem Netzteil. Ich habe da auch mal angerufen, ich habe die gefragt, wo kommen die Dinger her? Wollen sie mir nicht sagen. Die meinten nur, ja, wir haben ganz, ganz wenig RMA-Quote, also Retourenquote wegen dem Netzteil. Das mag alles sein. Wenn ich aber so ein Vertrauen in das Netzteil reinsetze, dann gebe ich mir als ein Jahr Garantie. Das ist halt einfach so. Ansonsten sind 700 Watt und 80 plus Gold okay. Das reicht für das System. Ihr könnt nicht mehr fett aufrüsten. Also da jetzt ein 13.9er mit einer 4090 reinschmeißen, würde ich erstmal partout lassen. Aber für das System ist es okay. Und das kostet 69,90 € direkt bei cslcomputer.com. Das mit dem WLAN und Bluetooth ist einfach nur dem Mainboard geschuldet und dann haben wir hier noch 24 Monate Herstellergarantie, das ist okay, ist halt einfach Standard. Man kann es wahrscheinlich auch erweitern, ich kann gerade mal schauen. Ja, wenn man 36 Monate haben will, dann kostet das 99,90 € mit Abholservice dabei, okay. Dann wären wir auch hier schon beim Endergebnis, hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, wo wir nochmal 100 € gleich draufrechnen. Die Wasserkühlung und das Netzteil und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.923,47 €, effektiv dann 2.023,47 €. Und das System kostet effektiv 2,1 €. Das ist okay, das kann man machen. Das ist keine Abzocke, das ist ein gerechtfertigter Preis. Ihr habt ja auch noch Garantie und so weiter, das ist schon okay. Was ich hier jetzt nicht so geil finde, ist einfach das Netzteil mit seinem 1-Jahr-Garantie. Klar, das System deckt das ab mit den 2 Jahren, trotzdem ärgerlich. Die Wasserkühlung ist ein bisschen klein, liegt wahrscheinlich auch im Gehäuse, dass man oben einfach keine 360er einbauen kann. Ist gut möglich. Und der RAM ist mit CL40 auch nicht der beste. Der erfüllt von den MTS her einfach die Spezifikation von Intel, aber CL40 ist halt ja irgendwie so ein bisschen outdated. Es gibt schon deutlich schnelleren RAM, der kostet dann das gleiche. Sagen wir jetzt mal, ihr habt euch das System gekauft, weil mir wurde das auch im Discord vorgeschlagen. Ihr habt jetzt keinen großen Fehler gemacht. Das ist okay. Kann man machen, kann man mit daddeln. Keine Bottlenecks, 32 GB RAM und so. Festplatte ist ein bisschen klein. Ja gut, sei drauf geschissen. Müsst ihr selber wissen. Das ist okay. Macht es einfach dann. Das ist okay. Ich habe die Kritikpunkte genannt, aber es ist keine Abzocke. Da gibt es deutlich schlimmere auf dem Markt. Vielleicht mache ich demnächst auch nochmal so ein Video.
Halt so ein bisschen Richtung Schulperformance oder Hightech oder... ich lasse mir das einfallen. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.